Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin Mitaro und ich zeige euch ein neues Spiel auf diesem Kanal. Es wird eine Serie. Es ist relativ neu, deswegen werden jetzt erstmal nur drei Parts kommen. Denn das Spiel, wie ihr schon im Titel gesehen habt, Park Studio, bin ich über Steam mal drüber gestolpert beim bisschen rumstöbern und fand das sehr, sehr interessant. Habe auch noch auf YouTube geschaut und im deutschsprachigen Raum ist das Spiel noch gar nicht präsent irgendwie. Ich weiß nicht, also Moomin hat schon ein bisschen was draus gemacht und ein paar andere, die ich leider nicht kenne. Auf jeden Fall ist das Spiel irgendwie noch nicht ganz angekommen hier in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, nennen wir es mal so. Das Spiel ist von Cray Games entwickelt oder beziehungsweise immer noch in Entwicklung. Und ich dachte mir einfach, ich zeige das einfach mal. Denn die Version, also es ist wirklich eine sehr, sehr frühe Entwicklungsstufe, weil wir sind in der Version 0.1.1.e. Wie ihr an der Grafik auch sehen könnt, es ist mit der Unreal Engine programmiert worden. Und hier bauen wir gerade eine Achterbahn. Es gibt ganz genau 4 Stück. Wie ihr sehen könnt, der Editor ist jetzt nicht so gut, wie man sich den vorstellen kann. Also er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, aber man muss jedes Mal neue Abschnitte anklicken, wie man hier immer sehen kann. Man kriegt keine richtigen Kurven hin, also schon, aber es ist sehr, sehr mühsam, eine Kurve hinzukriegen. Man muss die Kurve jedes Mal, du musst den Winkel jedes Mal neu anpassen. Aber so an sich ist der Editor gar nicht so schlecht. Mit viel, viel Mühe kann man die ganze Strecke aus smooth kriegen. Es ist nur, man muss wirklich viel Geduld haben. Ich habe mich da am Ende nochmal gute halbe Stunde hingesetzt und habe die Achterbahn smooth gemacht. Sehen wir auch im nächsten Part. Genau, was ich noch sagen will, es gibt normal ne, Grünzeug, also Flora gibt es ganz normal. Bäume, Pflanzen, Büsche, Steine, was man halt alles so braucht. Es gibt für Gebäude gibt es einige Texturen, wie Backstein, Ziegel, normalen Naturstein. Es gibt Metall. Lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr. Es gibt Kork. Kork ist auch sehr interessant. Wie im Blendcoaster des Pfannkuchen. Das ist, ob man es braucht, weiß ich jetzt nicht. Alles ist skalierbar, was wirklich sehr schön ist. Wie man unten sehen kann, es ist zwar noch ausgegraut, aber wir kriegen noch Fahrgeschäfte und wir können noch Läden bauen. Ich bin da halt sehr gespannt, was wir für Fahrgeschäfte kriegen. Ich würde mir so vieles wünschen, tatsächlich. Am besten auch so unthematisierte Fahrgeschäfte, die man halt selber thematisieren kann später. Und bin immer sehr gespannt, was alles kommen wird. Aber da sehen wir ja alles dann. Ein Management-Teil soll es geben und es soll ein Workshop geben. Sprich, wir können unsere Parks dann wahrscheinlich dann in den Workshop hochladen, Gebäude hochladen und so weiter und so fort. Ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, das Spiel hat jetzt schon sehr großes Potenzial. Ich hatte auch richtig, richtig Spaß, da wir eine komplett freie, wie ihr auch hier gerade seht, komplett freie Station haben. Wir können die Station von null auf aufbauen, mit Kontrollstationen, mit Türen. Die Türen gibt es tatsächlich so auch. Was ich noch gesagt haben wollte, wir können in einer Sucherkamera wechseln, wenn wir einfach auf F drücken. Mit E kann man Türen öffnen, sprich man kann in die Station reinlaufen, man kann die Türen öffnen. Oh, das wäre so gut mit Dark Rides irgendwann. Apropos Dark Ride, wer noch nicht bei unserer Challenge mitgemacht hat, kann gerne bei Blendcoaster unseren Dark Ride Challenge mitmachen. Bis zum 30.05. könnt ihr euch noch anmelden für die Challenge. Ich glaube, wir sind jetzs 9 oder 10 Leute. Das wird super. Aber wieder zurück zum Spiel. Ja, was wollte ich sagen? Ein Management-System wird es geben. Es gibt 3 Spielmodis. Es gibt einmal Sandbox, wo ich gerade spiele. Es gibt Karriere und Story. Ich weiß nicht, wie sich das da irgendwie unterscheiden tut. Das werden wir ja dann sehen. Ansonsten hat das Spiel jetzt noch nicht so viel zu bieten. Genau das, was ich alles erzählt habe. Im nächsten Part werden wir die Station bauen. Da seht ihr auch, wie ich dann die Türen, die Coaster-Türen einbaue. Dann das Gebäude. Jetzt am Ende werde ich noch die Achterbahn einfärben. Das funktioniert auch schon. Im letzten Part werden wir dann alles nochmal thematisieren. Es gibt keine spezielle Themenrichtung, wie zum Beispiel Western oder was weiß ich. Das gibt es ja leider hier noch nicht. Deswegen wird es einfach ganz neutral, halt mit Bäumen und Terraforming ein bisschen thematisiert. Weg drumherum und das war's.
Ich bin ja auf das Wegesystem gespannt. Es soll anscheinend nur Objekte sein. Wie sich das jetzt auswirkt, das werden wir dann im dritten Part sehen. Den dritten Part habe ich noch gar nicht aufgenommen. Deswegen bin ich ja selber noch ein bisschen gehypt, wie das alles so funktionieren soll. Genau, ich versuche mal im zweiten Part halt einen von den Jungs mitzukriegen. Weil wir gehen langsam das Gesprächsthema aus, weil das Spiel nicht mehr so viel zu bieten hat, was ich jetzt schon als erzählt habe. Deswegen ist das halt jetzt ein kurzes Video, aber ich denke mal, ich habe das Spiel vielleicht ein bisschen näher gebracht und es ist gerade für 15 Euro drin. Es ist wie gesagt ein Early Access in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase. Wer damit kein Problem hat, kann sich das Spiel gerne holen. Genau, wir werden dann, wenn die drei Parts zu Ende sind, jedes größere Update mit einem neuen Video begrüßen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, nochmal schauen, wie sich das dann halt entwickelt, ne? Und Planet Coaster ist natürlich immer noch Haupt-Let's Play von diesem Kanal. Also da müsst ihr jetzt auch keine Gedanken machen, dass das irgendwie dann verschwinden sollte. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns in einer neuen Folge von Planet Coaster oder auch im Parkstudio. Bis dahin, mach's gut. Willkommen tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert uns.